Die Immuntherapie ist eine der großen Erfolgsgeschichten in der Krebsforschung der letzten 10 Jahre. Obwohl die Immuntherapie schon weit über 100 Jahre alt ist als Konzept und ein erstes Konzept, also schon seit sehr langer Zeit erforscht, wird eigentlich das Prinzip der Krebsimpfung. Also die Idee, dass sich das Immunsystem des Körpers gegen den Tumor richten kann, indem ich Tumorbestandteile dem Körper präsentiere. Die großen Erfolge der Immuntherapie der letzten Jahre sind vor allen Dingen auch basiert auf die sogenannte Checkpoint-Inhibitor-Therapie. Die Checkpoint-Inhibitoren machen im Endeffekt eine Verstärkung der bereits existierenden Immunantwort gegen einen Tumor. Wirken daher besonders gut in den Fällen, wo Tumore sehr fremdartig sind und einen starken Immunreiz von diesen Tumoren ausgeht. Diese Checkpoint-Inhibitoren wirken allerdings kaum in Bereichen, wo das Immunsystem noch nicht weiß, dass dort eigentlich ein Tumor ist. Und genau in diesen Situationen kommt jetzt die Impfung gegen Krebs zum Tragen, wo wir das Immunsystem gegen diesen Krebs trainieren können und dann gemeinsam mit den Checkpoint-Inhibitoren eine sehr starke Kraft gegen die Tumoren generieren können. Ein zentraler Teil unserer Studie war, diese heterologe Kombination genau zu charakterisieren. Und da haben wir gesehen, dass es 3 Aspekte gibt, die am Anfang vielleicht gar nicht so zu erwarten waren. Der eine Aspekt ist der, dass wir neben der bekannten starken Zunahme von T-Zellen, die man bereits vorher schon gesehen hat, in der heterologen Kombination, es auch zu einer sehr starken qualitativen Veränderung dieser T-Zellen kommt. Zu diesen qualitativen Veränderungen gehört zum Beispiel, dass die T-Zellen deutlich stärker auf Tumorzellen wirken können. Sie sind deutlich potenter und sind länger aktiv im Tumor, als sie es normalerweise wären. Auch können wir die Unterarten dieser tumorspezifischen T-Zellen verändern, deutlich hin zu einem Profil, was auf Langfristigkeit ausgelegt ist. Wir können also dafür sorgen, dass diese T-Zellen, die tumorspezifisch sind, deutlich länger im Körper überleben und auch nach vielen Monaten noch wirksam gegen neues Tumorwachstum angehen können. Und der dritte Aspekt ist der, dass wir durch diese Virusinfektion im Tumor, durch unser onkolytisches Virus, eine Infektion und eine Entzündung im Tumor bereiten, die dann dazu führt, dass es zu einem sehr starken Einwandern von Immunzellen aller möglichen Art kommt, nicht nur von T-Zellen, sondern auch von anderen immunologischen Zellen, Wächterzellen oder Makrophagen, Fresszellen. Und dass es gleichzeitig auch im Tumor zu einer Veränderung, wenn das Repolarisierung kommt, von einem eher immununterdrückten Status hin zu einer immunfördernden Situation. Und während unsere Studie eine reine Laborstudie war, mit sehr vielen Versuchen, sowohl am Tiermodell als auch in der Zellkultur, ist mittlerweile der Ausblick der, dass wir relativ zeitnah sogar schon mit dieser Kombination in die klinische Testphase gehen können. Das VSVGP, unser onkologisches Virus, wird Ende dieses Jahres in die klinische Erprobungsphase gehen. Und dass die Krebsvakzine von der Schweizer Firma ist bereits seit letztem Jahr in der klinischen Erprobung, sodass von regulatorischer Seite bereits das Okay gegeben wurde für die Kombination diese heterologe Kombination aus unserem VSVGP zusammen mit dem Kisima genannten Peptidansatz der Schweizer Firma. Und das wird zeitnah passieren, initial im Kolonkrebsbereich, also im Darmkrebsbereich. Da werden die ersten Studien laufen. Aber langfristig gesehen soll dieser Ansatz bei verschiedenen Tumorarten ausgenutzt werden. Forschen.
Lehren, heilen. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Medizinischen Universität Innsbruck.